So, willkommen zurück. Ja, ich sitze in meinem T110 E4. Es gibt keine Artis, Gott sei Dank. Offene Map. Sehr viele Grille 15 wieder unterwegs. Ja, wie in letzter Zeit sehr häufig. Ich bin ein HE-Noob und habe HE geladen. Ihr wisst schon. Akku und HE ist eine große Liebesbeziehung. Viele fragen mich: Akku, warum schießt du so viel HE? Und ja, es gibt zwei, drei Gründe, die ich euch jetzt während des Gefechtes nahebringen möchte. So, Grund Nummer 1: Bitte darauf achten, extra in Zeitlupe. Ja, Viertelgeschwindigkeit. 1192 mit HE mit einem Schuss, wo man mit AP auch schon mal 600 und, wenn man Pech hat, raushaut. Ja, und auch mal abprallt oder, ne? Hab ich ja oft genug schon gehabt. Ja, die müssten die mal ein bisschen kommen lassen, damit ich wirken kann, weil da vorne bin ich tot, wenn ich da vorfahre. Ne, der E4 ist nicht unbedingt für seine Seitenpanzerung bekannt. Dementsprechend. So, wir haben da vier Panzer da vorne. Ja, die jetzt an die Front fahren. Vier Panzer, die da runterfahren, ne? Einer ist schon tot, zwei leben noch. Ich warte die ganze Zeit, bis irgendeiner von denen da hochfährt, aber passiert irgendwie nicht. Ich dachte, guck mal, wir haben da drei Panzer gegen einen, ne? Pass auf, das sind drei Panzer und da ist nur einer, ne? Ich denke, und da ist einer sogar voll HP. So, zack, die Bohne. Ja, die sterben alle. Sind alle tot. Der Scout, der fährt jetzt auch gleich runter und wird dann auch das Zeitliche segnen. Tja. So schnell kann das gehen. Gerade noch in Überzahl da auf der Seite. Schon sind alle tot. Ich dachte, komm, ey, ich gehe mal die Stadt unterstützen. Die kriegen das schon gebacken. Ja, und alle sind tot. Kabum, 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 alle weg. Jetzt guck mal, was hier ist. Gegnerische IS-7 ist hier. .392 mit HE, der prallt natürlich bei mir ab. Und der prallt bei mir auch ab. Gold und AP. Zweimal abgeprallt, ich HE durchgekommen. Versteht ihr? Versteht ihr? Oder versteht ihr nicht? Versteht ihr? Und E4 ist jetzt nicht gerade so mega, mega, mega super hart, ne? Der ist jetzt nicht unbedingt für seine Mega-Panzerung bekannt. So. Übrigens, das ist die freie Kamera hier, ne? Falls sich einer wundert. Es fragen mich immer wieder Leute: Dein Aim-Kreis sucht von alleine die Ziele. Nee, nee, Dicker. Das ist die freie Kamera bei Replays. Die Kanone ist immer woanders als die Kamera. Die Kanone ist links. Guck mal, Kanone ist links, Kamera ist rechts. Und das ist das, was euch so verwirrt. Eine Million Mal erklärt und immer noch irgendwelche IQ Verweigerer fragen mich: Ey, du hast doch ein Aimbot. Das ist ein Aimbot. Nee, Dicker, das ist die freie Kamera. Die Kanone ist dann immer woanders als die Kamera. Kamera rechts, Kanone links. Freie Kamera. Mal gucken, welcher IQ-Verweigerer mich diesmal fragt, ob ich ein Aimbot benutze. Ein Aimbot. Der Akku benutzt ein Aimbot. Ich hab's genau rausgekriegt. Ich bin ein IQ-Verweigerer. Der Akku benutzt ein Aimbot. So, pass auf, das hier ist noch die freie Kamera. Und ich mache jetzt mal. Oh, ja. Die Szene hätte ich beinahe verpasst. Der Kollege will mich flankieren.
und er schießt daneben. Und ich mach Panzerpulver aus dem. So, da ist diese gegnerische Grille. Ich habe HE geladen, wie immer. Akko, der HE-Bot, schießt hier voll daneben. Ich bin nur noch mit 7 HP unterwegs. Schieße 402. Ja, siehst du? Und wisst ihr, warum er verschossen hat? Das seht ihr dann gleich in den Stats. Der hat nämlich alle Besatzungsmitglieder kaputt, die man kaputt haben kann. Ladeschütze, irgendwie Richtschütze, Kommandant, alles am Arsch bei dem jetzt. So, nehme hier diese Grille raus. Ja, komplett drüber geschossen. Die Jungs nehmen die zwei raus. Wir haben das Spiel gewonnen. Und jetzt guckt euch die Stats an. Dann wisst ihr, warum ich die ganze Zeit HE schieße. Ja, guck mal, was ich an Besatzung kaputt gemacht habe. So, hier sind wir bei den Gefechtsergebnissen. Und ja, hier Ruh mit 0 Schaden raus. War jetzt aber auch kein Mega-Spieler. Ich habe 3000, knapp 3500 Schaden, 2300 Abpraller, 2024 gespottet, wie auch immer. Oder Assist Damage. So, und jetzt, wenn ihr gucken wollt. Das war diese Grille von Volta. Ja, und Volta, wisst ihr Bescheid. Geschütz, Kommandant, Fahrer, Ladeschütze. Das heißt, selbst wenn er eins davon repariert, ne, sind immer noch zwei Besatzungsmitglieder kaputt. Das heißt, der war kampfunfähig. Ja, dieser Grille-Typ. E50M Fahrer rausgehauen. IS-7 auch Fahrer rausgehauen. Ruh direkt eine 1200er Schelle mit HE. WZ 421. Ja, gut plus gemacht. War auf jeden Fall eine lustige Runde. Bei der Erfahrung auf Platz 2. Beim Damage auf Platz 3. So. Ja, das ist der, den ich am Ende noch rausgenommen habe. Dann, was hatten wir denn da noch? Die IS-7 hier. Und hier ist dieser Grille-Typ. Moment. Wo ist er denn hier? Das ist der, der dann kampfunfähig war am Ende, weil der 2 HE-Treffer kassiert hat. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Runde. Mal so eine kleine Erklärung, warum ich so viel HE schieße. Ja, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert, auch meinen Kraftsportkanal abonniert, Links in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Bis dann, ciao.